Hi, hello, what's up? Welcome to a new video. Also, ich bin die beste Vloggerin aller Zeiten. Ich habe gestern nicht ein bisschen aufgenommen, was vor oder nach dem Konzert passiert. Also nach dem Konzert hat schon, als habt ihr ja gerade, also werdet ihr gleich sehen. Auf jeden Fall, aber nicht was vor dem Konzert. Also da ist auch nicht viel passiert. Wir waren frühstücken, sind nach Köln gefahren, haben uns angestellt. Ich habe einen Marienkäfer in meiner Wohnung, egal. Auf jeden Fall haben wir uns angestellt und ja, sind dann aufs Konzert gegangen. Also wirklich viel ist da nicht passiert. Ja, es ist auch schon wieder dunkel draußen. Also wir haben jetzt Montagabend 7:30 Uhr. Ich habe Jazz heute Morgen zur Bahn gebracht und gerade eben halt Max. Er muss ja morgen wieder arbeiten. Er hatte heute halt sich nur freigenommen. Und ja, deswegen komme ich jetzt auch mal dazu, die Sachen halt zu machen. Also ich hätte es auch gemacht, wenn Max halt noch hier gewesen wäre, aber ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, wie so. Also, es war halt auch voll das krasse Wochenende wieder, weil ich war am Samstag bei Wannabe, also da habe ich gar nicht gefilmt, weil wir halt irgendwie im Arsch der Welt standen und ja, ich habe die zum ersten Mal gesehen und bla bla bla. Auf jeden Fall, ja, wollte ich das irgendwie nicht, keine Ahnung. Ja, genau. Auf jeden Fall, ich zeige euch jetzt erstmal die Ausschnitte, die ich gemacht habe vom Konzert. Ich habe wirklich jedes Ding halt so gefilmt, jedes Lied, was die so weit gesungen haben. Und ja, auf jeden Fall, viel Spaß erstmal. Bye! Christoph, lern doch mal ein Instrument. Und ich so, ja, Mama, was soll ich denn machen? Was soll ich denn lernen? Ich kann doch nichts, habe ich gesagt. Ne? Prüfchen! Ich habe sie gesehen, hat die Jungen Probleme.
scheiße heiß, Alter, ich kann nicht anders. Tut mir leid, Mama. Hoppala. Hey, wie geht's? Lange nicht gesehen. Erzähl mal, was hast du so erlebt? Seit du weg bist, die Welt und ich stehe die Nacht wach und schaue nach rechts, wo fehlt. Fühlt sich alles an wie ein Traum. Um das zu verstehen, hab ich lange gebraucht. Und jedes Mal, wenn ich mich wieder sehe, dieses Bisschen wieder quält, man erlacht und ist aus. Weil das für uns alles ein Spiel. Womit hab ich das hier verdient? Die Vergangenheit war bei dir Benzin. Du und ich sind gefangen im Krieg. Du bist fern und auch so nah. Alle Hände hoch, komm schon, Kim. Ich erzähl das mal, wie alles begann. Ich seh, dass viele denken mir ähnlich, doch ich schreib sie mal an. Ja, yeah, es dauerte eine Zeit, bis wir uns dann endlich trafen. Wir dachten reich, wir sind bereit, Mann, und wir taten es. Ich bin rumgereist nach Süden, quer das ganze Land gefahren. Ich war auf euch gefiegen, und das hat mir dann Angst gemacht. Es hat mich krank gemacht, Gefühle zu empfinden. Das wäre anders hier dein Anker. Du spürst diesen Wind, jedes Mal, wenn wir uns schreiten. Doch ließ ich dich erreichen. Wir sagten diese Nights, man, auch wenn alle spricht, die weißen so eine Scheiße. Du weißt es, die Beziehung ist eine Seifenblase. Ich sagte, bleib hier, ich will alleine fahren. Ich hab gesagt, ich fahr alleine, Baby, bleib hier. Yeah. Und ich komm nie mehr zurück. Ich hab gesagt, ich fahr alleine, Baby, bleib hier. Man sagt doch, sterben bringe Glück. Ich hab jetzt immer einen Traum von dir. In der Hoffnung, dass das alles einfach. Hat irgendwer Bock auf Friends and Music? Ja, okay, dann würde ich mal sagen, lass nicht lang schnacken, ne? Gib ihn! Alright, wir kommen ein bisschen runter, Leute. Ja. Dem Alter gerade gekommen und du hoffst, dass du die Feinde mit dem Alter nicht bekommst. Du hast es dir verdient, jeder muss mal abschalten. Es tut uns nicht gut, wenn wir tagelang wach bleiben. Termine da, Termine hier, von einem Ort zum anderen. Die Leute sagen, ich soll nicht rauchen, das bringt mir Schaden zu. Bitte labert mich nicht voll.
Papa, sorry. Ich wollte das doch selber nicht. Aber vielleicht wollen die Leute in Köln das. Alle Hände nochmal nach oben. Ein letztes Mal. Ich wollte mir ein Vorbild sein für die Kids, yeah. Und heute mein Gott, der erscheint für die Kids, yeah. Hab mich bereut und behalten für mich, yeah. Mach, was du willst, weil du es auf deiner Mist. Ich kann die Leute in Köln nicht hören.
meinen Kopf eben zu atmen. Thank you.
Und seit deinem Stein, du bist alles erreicht. Du machst dich allein, du bist mich nach wie vor. Ich hab eine Schwäche für dich. Und was wir haben jetzt von mir. Und ich lass alles stehen, lass alles liegen, auch wenn es so einfach wäre. Ey, was soll ich sagen? Bitte stell keine Fragen, auch wenn es so einfach wäre. Wie soll ich was beginnen, wenn ich das hier mal schreibe? Wie fange ich an? Wo hört es auf? Alles ist halt so schwer, auch wenn es so einfach wäre. Schreibe ich an diesem Hollywood-Streifen, bei dem sich doch leider zeigte, dass wir nicht Bonnie und Clyde sind. Aber ich schreib mal hin im Ernst, ohne Verletzte, wenn die Scheiße auf den Nimmste wird. Ich weiß, es ist tatsächlich jede Schätze. Ich habe nicht den Mut, es dir zu sagen. Und du tust es geplant, ich weiß, dass du und darauf wartest, aber stopp. Ich dreh mich nur im Kreis und ich bin nicht drinne. Und ich verbleibe mit dem Klavier und Worte. Ich geh nur ein kleines Spiel an. Denn die meisten großen Worte fallen mir leider nicht ein. Sich, dass ich nicht an mich rein und sonst es wird sehen. Vielleicht hab ich Angst davor, dass du gehst. Dann gibt es einen Anfang und du siehst. Auch wenn es so einfach ist. Hold you, can I hear what you make me do? When will this game be over? You know that I can be jealous, you know that I care. So why do you talk about how am I? I'm too proud to be. Follow you up, people have to get the peak. When all I do is stare into your eyes, I can't resist the power to tell people bitch. You say I'm falling in love, I'm not the type. You don't talk to me, try to talk to me. You don't talk to me, try to talk to me. I don't want to be here, cause you have your feelings for me. You don't talk to me, you don't talk to me. 1, 2, 3, and go!
erzählt. Okay, wir versuchen das nochmal zusammen. Ich mache ein bisschen leiser und wir singen jetzt alle mit, okay? Okay? You're breaking me, la 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 la. You're breaking me, la 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 la. You're breaking me, la 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 la. Okay, das war schon übertrieben gut. Wir versuchen es. Du hast es dir gewünscht, Alter!
Ich zähle aber runter. Hey, Digga, geh nur mal runter, ich mach es mit dem Knopf. Machst du? Geh runter. Geh du mal weg hier. Ja. Ich hab verstanden, er singt es rückwärts. Komm, hau das Ding an, Alter. Okay, noch einmal alles zusammen, das ist der schönste Abschiedssong. Okay, Marco, komm zu mir. Marie, wo bist du? Doch man ist weiter eh, und dann sagst du bye, bye, bye. Was ist immer noch nicht, wo du noch hin? Du bist bye, bye, bye. Du machst dich auch mal hin, doch man ist weiter eh. Und dann sagst du bye, bye, bye. Lauter, bye, bye, bye. Komm, alle Träume sind geplant, Träume sind geplant, ja. Doch danke, komm, ich freu dir jeden Tag, aha. Denk zurück, wo mein Magen noch leer ist. Ja, deswegen, ich zähle ja extra. Okay, okay. Komm, vielen, vielen Dank. 1, 2, 3. So, ja, das waren meine Ausschnitte vom Fam-Festival. Wieso sage ich immer Fam? Ich sag immer Fam und nicht Fam. Ich bin so dumm. Auf jeden Fall, ja, also als das Fam-Festival vorbei war, sind halt alle irgendwie nach draußen gestürmt und haben sich dann da an so einen Zaun gestellt und dann haben nur Tobi und Kai erstmal nur so Selfies halt gemacht. Und dann sagte Tobi so, ja, es ist irgendwie blöd, die wollen ja alle ein Foto haben, was natürlich ja logisch ist. Und deswegen haben sie das dann anders gemacht. Und sind die halt wieder rein und haben dann halt noch ein bisschen gewartet, bis Chris halt auch noch fertig war und so, ne? Der wollte natürlich auch zu seinen Freunden und seine Eltern waren auch gestern ja da und so. Und natürlich ein, zwei Bier trinken, Apfelsaft trinken. Und ja, und danach haben sie dann gedacht, komm, dann machen wir einfach so Gruppenbilder. Also haben sich dann zu dritt zusammengestellt. Irgendwann hat sich dann Marco, also Lorraine, dann auch noch dazu gestellt und so. Ja. So war's. Es war ziemlich cool, also echt ziemlich cool. Und ja, das sind dann alle nach der Reihe, sind dann da die Leute dann dahin und haben dann Fotos mit denen gemacht. Und ja, was da rausgekommen ist, habt ihr ja gesehen bei uns. Das war so ein 2-Sekunden-Video. Mehr haben die, also haben die ja doch nicht gefilmt. Das war trotzdem richtig witzig, weil die ganze Zeit Jubel, Jubel geschrien haben. Und man sieht so bei dem Ausschnitt bei mir, dass ich jetzt überhaupt nicht verstanden habe, was sie gesagt haben. Und ich so zu Kai so, was schreit ihr da? Und er so, Jubel. Und ich so, oh, ich verstehe die ganze Zeit Hure. Und er nur so, was? Ja, keine Ahnung. Also, das war richtig witzig. Ja, und dann wollten wir halt gerade gehen, wollten dann gerade zum Zaun. Und dann kam Yannick uns entgegen. Und das hat mich halt ziemlich gefreut, weil ich mache ja, wie ihr wisst, Yannick ja total gerne. Und ja, dann haben wir noch mit Yannick ein bisschen geredet und haben dann Fotos gemacht und habe ihn dann gefragt, wann mein zweites Fotoalbum ankommt. Er sagte bald. Wir wissen alles, es wird nicht bald sein, aber egal. Ja, genau. Dann habe ich mir Fan-Merch gekauft, wie ihr seht. Schick, oder? Warte, ich mache das mal eben anders. Also, ich habe mir Fan-Merch gekauft. Das ist total. Ich habe das, ich habe den Pulli in S geholt. Richtig cool, ich weiß nicht, ob man sehen kann, dass da hinten halt ja, sieht man das? Ich weiß es nicht. Ja, habe ich mir das noch geholt und ist auf jeden Fall ziemlich gemütlich. Und ich glaube, das wird jetzt einer meiner Lieblingspullis mit dem mit von Yannick zusammen. Genau. Ja, ach und ein Armband. Armbänder haben wir auch. Die haben, irgendwie habe ich gedacht, wir kriegen die am Einlass irgendwie, aber
haben wir nicht bekommen. Ja, ist auch nicht schlimm. Naja. Genau. Auf jeden Fall. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und like and subscribe and see you on the flip line. Bye!